In einem Land, umgeben von Bergen, liegt eine Stadt, geprägt von Geschichten, dunkel und alt, von Generation zu Generation weitergegeben. Einst in Vergessenheit geraten, doch nun wieder zum Leben erweckt. Geist, Teufel, dunkle Gestalten, kehrt und erzählt vergessene Geschichten, Also die Stimmung da draußen, die passt perfekt zu unserer heutigen Geschichte. Hexen. Hexen. Hexen und Tarents. Das ist eine ganz besondere Geschichte. Los geht's. Von den Hexen, deren gab es gerade in der Imster-Gegend mehr als genug. Der Galgenbichel, auf dem sie verbrannt wurden, und der Übelbach vor Tarents, wo sie am liebsten ihre nächtlichen Gelage hielten, könnten davon manch Liedlein singen. Ja, ihr Hexen. Ich erwarte euch. Und ich habe Zeit. Die Bühne ist bereitet. Für euren Tanz. Ich bin dabei. Ich bin dabei.
Ich werde euch erwischen. Ganz sicher erwische ich euch. Ich erwische euch. Ich hab Zeit. Ich werde euch erwischen. Imster Vogelfänger sahen auf den Teilwiesen droben eine Schnur gespannt. Daran hing blühend weiße Frauenwäsche. Gleichzeitig tanzten eine Reihe nackter Weiber an den hinter der Wäsche sich versteckt haltenden Burschen vorüber. Ein besonders waghalsiger tat einen Juchzer und griff keck nach einem Hemd. Im Augenblick verwandelte es sich frisch in Kuhfladen. Der Hexenspuk aber war und blieb verschwunden. Vergangenheit alles passiert ist. Da darf man sich nicht wundern, wenn diese ganzen Seelen heute noch umherschwirren und einem zum Wahnsinn treiben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich spüre sie seit Tagen. Seit Tagen. Ich höre sie singen, ich höre sie rufen.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder losbekomme. Hexen. Diese Hexen. Diese entsetzlichen Hexen. YouTube, Facebook, Instagram abonnieren. Passt auf euch. Ich bitte euch.